Hallihallöchen, meine lieben Leute, und willkommen zurück bei den Siedlern 2, die nächste Generation. Ich sehe gerade, Gold ist ausgegangen. Das ist natürlich nicht so schön. Tja, da müssen wir uns jetzt mal nach neuem Goldvorkommen umsehen. Vielleicht ja hier. Ansonsten hier eventuell. Müssen wir mal gucken. Ja, hier ist echt gar nichts mehr. Dass man die Fische nicht wieder bekommt, die da drin eingelagert waren, ey. Granit, kann ich ja gar nichts mit anfangen. Ich wette, hier ist Gold. Verwenden. Coole Scheiße. Gucken wir hier, ob wir hier Gold finden. Gold, 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 Gold. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie Gold finden, aber ich denke, das war alle. Kohle gefunden. Und jetzt hier. Bei Wetten, hier ist es gleich Gold. Ich sage, es ist Gold. Hier finden wir Gold. Natürlich. Aber es ist eh. Dann gucken wir mal, ob hier auch noch Gold ist. Bauernhof, das ist in Ordnung. Stein ist unterwegs. Was sagen die Esel? Wie viel haben wir? ...65, ist das viel oder wenig? Ich weiß nicht, wann habe ich denn genug von den Transporteseln? Das ist halt auch noch die Frage, ne? Gold gefunden. Ja, hier. Ich habe es befürchtet. Keine Ahnung, ob der hier überhaupt angeln kann.
Haben wir nochmal ein Lagerhaus. Da kommen jetzt die Soldaten hin. Habe ich noch eine Sense eigentlich? Nee, habe ich nicht. Ich habe ein paar Goldmünzen, aber jetzt nicht mega viel. Da werden aber die ersten Goldmünzen schon transportiert. Ich kann nur hoffen, dass ich hier irgendwie die Nahrungsmittel da hinten hinbekomme. Hier könnte auch gut Gold sein. Gut, dass ich noch schnell genug mich vorgearbeitet habe. Hätte gut sein können, dass mir das dann hier alles ausgeht. Hier nochmal eine Bäckerei hinknallen, ne? Natürlich ist sie auch noch Gold, ey. Ich fass es nicht. Auch Angelhaken. Wo haben wir den Angelhaken? Die Angelhaken, ich meine natürlich die Schlosserei, zack. Haben wir denn noch so viel Mehl? Hier, ne? Ja, hier ist Korn. Dann würde ich mal sagen, hier nochmal eine Mühle hinsetzen. Und hier nochmal eine Bäckerei. Zack, so gefällt mir das. Ich kann hier sogar noch eine Bäckerei hinsetzen. Ja, 4 Generäle haben wir schon drin. Sehr schön, sehr schön. Bringt er dann Brot oder eine Münze? Münze. Nur Münzen. Ich brauche Brot. Da haben wir genug Bretter und Steine. Sieben Angelhaken auch. Nur weit genug mehr als genug Angelhaken. No, no. Please. Stop it. Hopfen haben wir erstmal auch genug. Kann ich mich auch eigentlich erstmal pausieren. Allerdings. Ich bin mir nicht sicher, was das
für Auswirkungen haben könnte. Übrigens doch noch ein paar Spitzhacken. Aha. Das Brot angekommen. Schön. Das finde ich toll. Und das Angeln funktioniert hier auch von der Steilküste. Das finde ich auch sehr gut. Sehr schön. Das läuft ja wie geschnitten Brot. Ob ich hier wohl rüberbauen kann? Versuche ich mal. Dann kann ich nämlich hier vielleicht noch eine Verbindung machen über die Berge. Das wäre praktisch. Würde mich ein bisschen, in Abkürzung bringen. Ja, das geht auf jeden Fall nicht. Aber hier sind jetzt nur noch Generäle drin. Genauso wie hier. Das heißt, wir haben 9, 10F12. Ja, hier werden gar keine. Das ist schon zu weit weg von der Front. Liefern die nach da oben. Und wir haben auch ganz gut wie gar keinen Warenstau. Das finde ich auch sehr schön. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da durchbauen kann. Ich will es trotzdem einfach mal versuchen. Befürchtet. Aber egal, lassen wir trotzdem mal stehen, damit wir das hier auch ein bisschen noch haben. Tatsächlich, hier sind auch Arbeit auf. Natürlich habe ich hier auch die Fischversorgung direkt vor Ort. Das ist natürlich nicht ganz ungünstig. Gott, muss nur alles hier, muss halt komplett hierhin transportiert werden. Aber gut. Ich bin eigentlich erstmal ganz zufrieden. Ich denke, ich werde erst im nächsten Part angreifen. Das heißt, ich denke, ich weiß es. Könnte natürlich auch sein, dass er mich jetzt jeden Moment angreift. Aber das soll er mal versuchen. Er hat nicht den Hauch einer Chance. Da greift er auch jetzt an. Damit sind wir jetzt also in den ernsteren Teil des Spiels vorgestoßen. Dafür sind nicht mal meine Einheiten aus der Festung gekommen. Da hat schon meine Wachstube hier hat schon übernommen. Aber haben sie sich nicht mal ansatzweise für waren sich zu schade dafür, sagen wir es mal so. Wobei, ich gehe ja davon aus, dass die Wachstube angegriffen hat. Warum auch immer, keine Ahnung. Ach du Scheiße.
Jetzt hat er natürlich ordentlich Spitzhacken produziert, ne? Und mein ganzes Eisen aufgefressen, ne? Das ist natürlich sehr doof gelaufen jetzt. Auch noch mal an der Festung angegriffen worden. Aber das ist immer relativ schnell. Ich kann ja mal aus Jux und Dollerei einfach den mal ein bisschen was kaputt machen hier. Ein bisschen die Wirtschaft zerstören. Ist anscheinend noch nicht ansatzweise darauf vorbereitet, um zu kämpfen. Das ist aber ein General mal ausnahmsweise. Das ist ein anderer, hat er tatsächlich doch. Kann ich das auch noch kaputt machen? Das ist natürlich jetzt schon ein gewisser Schlag für den, ne? Das war jetzt hier seine ganzen Soldaten. Komm, noch mal zwei. Noch mal zwei. Oh, jetzt kommt noch ein anderer General. Naja, ich habe ihm mal trotzdem ordentlich Schaden zugesetzt. Ja, wollte ich ja erstmal gar nicht. Wenn jetzt meine Festung ein bisschen ungeschützt ist. Heißt, da müssen wir jetzt ein paar neue Soldaten haben, aber zügig. Gut, liebe Leute. Kämpfen die da jetzt eigentlich noch? Doch, die kämpfen immer noch, tatsächlich. Tapferer Soldat. Natürlich, dass hier nach und nach wieder neue Soldaten reinkommen. Boah, wir haben so viel Mehl. Kommt hier nochmal eine Bäckerei hin. Ja, liebe Leute, dennoch, ich mache an dieser Stelle Pause. Wir hören uns, ich speichere jetzt auch erstmal hier. Mission
7 aktuell. So, damit ich auch weiß, wonach ich nachher gucken muss. Liebe Leute, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Siedlern 2, die nächste Generation. Macht's gut, bis dahin. Ciao.